Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Postapokalypse. Wo stehen wir denn? Aktuell Saison 99, bald haben wir hier Jubiläum, Saison 100 mit schwach kontaminiertem Regen, sieht also alles ganz gut aus. Wie sind wir denn aufgestellt? Die Expedition, die nächste Expedition, die zu dieser großen Fabrik hinführen soll, 24 von 48, also was hier ein bisschen länger dauert, diesmal sind halt die Rationen, weil ich 6 Leute losschicken werde. Ansonsten brauchen wir halt nochmal 6 mal Metallwerkzeug, 6 mal Strahlenschutzanzug, sollte kein Problem sein. Ich habe insgesamt die Produktion nochmal so minimal umgebaut. So, was haben wir hier? Da fehlt Arbeitskraft, okay. Gut, kriegen wir auch noch alles hin. Das sind, glaube ich, Logistiker dann, ne? Müssen wir mehr Logistiker zuteilen. Können wir da gerade irgendwas machen? Wir haben Siedler frei, okay. Logistiker, so. Und ansonsten würde ich tatsächlich jegliche Arbeitskraft, die jetzt neu dazukommt, in die Nahrungsmittelproduktion stecken. Sukzessive. Das wirklich richtig voll machen, damit uns hier die Lager mal wieder ordentlich voll werden. Es ist, ich glaube, die Tendenz ist leicht steigend. Wasser hat gut zugenommen durch unsere Maßnahme hier unten. Und hier habe ich auch gesehen, hier haben wir ein bisschen verstrahltes Wasser. Ich hatte vergessen, die Filtrierung einzuschalten. Deswegen, das sollte sich dann auch verbessern. Was wollte ich sonst noch machen? Kurz überlegen. Ja, Stoff ist halt so ein kleines Mangel. Genau, ich hatte ja hier noch ein paar von den Standard-Recyclern rumstehen. Genau, da habe ich jetzt auch nochmal die Produktion ein bisschen umgedreht. Also 2 von 3 Recyclern, weil Metall haben wir genug, Plastik haben wir mehr als genug. Deswegen produziere ich in 2 von 3 Recyclern Stoff und in der Raffinerie natürlich auch. Und wenn wir hier nochmal mehr Sondierer zuteilen können, dann hoffentlich demnächst dürfte hier die Produktion auch nochmal ein bisschen hochgehen. Und dann schauen wir mal, wie gut wir mit dieser einen Raffinerie klarkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da so mittelfristig auch nochmal eine weitere hinstellen müssen. Des Weiteren, wie schaut es denn eigentlich aus mit elektronischen Bauteilen? Dass wir vielleicht die Raffinerie auch mal an Stromnetz dranhängen. Ist, glaube ich, keine so schlechte Idee, oder? Machen wir das vielleicht erstmal. Strommasten. So, das reicht jetzt schon hier rüber. Und wenn wir hier noch einen hinstellen, dann müsste sich ja hier... Genau, so passt's. So wäre dann die Raffinerie auch noch an Stromnetz angebunden. Energiespeicher haben wir ja bereits. Der speichert auch fleißig. Der ist komplett voll, tatsächlich. Wir haben aber trotzdem... Ach, weil wir nicht alles speichern können, kann das sein. Weil ein Überschuss... Also, wir haben tatsächlich immer noch ein negatives Ding, weil wir jetzt zu viel drangehängt haben wahrscheinlich, oder? Ja, da müssen wir fast nochmal eine 2. Solaranlage bauen. Oder halt noch ein paar von den Dingern hier. Oder ist hier irgendwo ein Denkfehler drin? Ah, kann das sein? Hier haben wir noch eine Lücke, oder? Da muss, glaube ich, um hier ein geschlossenes Stromnetz zu erhalten, müssten wir hier nochmal Masten reinstellen. Sieht man das? Gibt es da eigentlich eine Übersicht? Ah, Elektrizität, natürlich. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir hier auf jeden Fall nochmal einen hinstellen, oder? Weil das ist einfach, insgesamt haben wir hier gerade quasi 2 Netze. Hier drüben eins und hier drüben eins, wenn ich das richtig sehe. Kein Netz. Stromausfall. Ja, weil die beiden, die reichen halt nicht. Also die beiden Windkraftwerke. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Denkfehler drin. Okay, aber dann bauen wir hier auf jeden Fall auch nochmal einen Masten hin. Zack, Strommast. Und wenn wir hier in der Mitte einen reinstellen, dann sollte das funktionieren. So. Hoffe ich doch. Dann kriegt der jetzt hier auch die Priorität. Als nächstes bauen. Und dann sollte das klar gehen. So, wir haben jetzt auch endlich mal so diese magische Grenze von 120 Siedlern überschritten. Und da dürfte noch deutlich mehr kommen. Wo kann man denn noch was reinballern? Weitere Bauern. Weitere Hirten. Was ich übrigens auch übersehen hatte, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Hier geht nichts voran, weil wir hier nur noch ein Wildschwein drin haben. Deswegen habe ich jetzt die Jäger auch nochmal umgeswitcht auf jeweils Jagen und Fangen. Und hoffentlich wird dem nächsten Wildschwein dabei sein, was man dann hier reinkloppen kann. Aber wir haben aktuell einfach nur eins verfügbar. Damit die sich auch mal wieder fortpflanzen können. Ach übrigens, ja hier mit den Lampignons, vielen Dank für den Hinweis. Die steigen immer auf, wenn eine Beerdigung stattfindet. Also scheinen jetzt wieder... Ich weiß nicht, ob pro Toten praktisch ein Lampignon aufsteigt. Aber das signalisiert halt immer, dass hier Beerdigungen stattgefunden haben.
Okay. Was haben wir hier? Ah, hat sich schon wieder erledigt. Was man aber auf jeden Fall sehen kann, wenn wir hier die ganzen Hütten mal durchgehen, hier tut sich was. Die meisten haben mittlerweile mindestens ein Kind Nachwuchs erhalten. Hier drüben sieht es auch wunderbar aus. Deswegen müssen wir wahrscheinlich, um das alles irgendwie im Griff zu behalten, demnächst auch mal wieder hier so eine große Sammelunterkunft bauen. Na, wobei, nee, da haben wir sind gerade mal hier zu einem Fünftel belegt. Also das geht schon klar. Fehlende Ressourcen für Gebäudereparatur. Ja, da mangelt es mal wieder an. Holz wahrscheinlich, oder? Ja. Wie so oft alles nur eine Frage der Zeit. Derzeit haben wir immer noch nicht gekriegt. Sollte aber auch nur eine Frage der Zeit sein, denn hier die Kneipe, da haben wir ja die Produktion eingestellt, dass hier Bier produziert wird. Ah, da fehlt aber. Ach, Weizen! Natürlich, wir haben ja gar keinen Weizen. Wir haben ja gar keinen Weizen. Ach du Scheiße. Dann wären wir den Händler ja gar nicht mehr los. Ach, sieh mal einer an. Wo kriegen wir den Weizen her? Wird ja logischerweise auch angebaut. Aber die Saat fehlt uns. Das haben wir gar nicht, oder? Weizen wurde noch nicht gefunden. Handel mit Händlern. Erledige Aufträge. Scheiße. Dann wären wir den gar nicht los. Kann man das einfach abbrechen? Handel abbrechen? Ja, natürlich können wir es abbrechen. Komm. So, er verlässt die Siedlung. Der ist uns jetzt, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt zu seiner Begeisterung beitragen, vermute ich mal, nachdem der jetzt hier irgendwie jahrelang praktisch rumgehangen ist und am Ende haben wir ihm sein Bier nicht geben können. Aber gut, ich meine, der Handel war auch eher so symbolisch gedacht, ne? Das ist ja nicht so, dass wir irgendwas davon von den Sachen wirklich dringend benötigt hätten. Ah, okay, na, ist ja ärgerlich. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, da sollten wir die Kneipe auch direkt wieder. Können wir überhaupt irgendwas produzieren von den Sachen, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, oder? Aus Früchten. Gut, Früchte bauen wir schon an. Ist die Frage, ist scheißegal, welche Früchte oder. Naja, so ein Apfelwein könnte halt theoretisch herstellen, würde ich mal sagen. Ne? Na, schauen wir mal, ob da jetzt hier irgendwas passiert. Lass mal einmal kurz schneller laufen. Ich möchte sehen, ob das hier beginnt. Gut, Hanf könnten wir halt tatsächlich anbauen. Nee, aber hier ist einer durchgelaufen, oder? Ein Schnaps ist fertig geworden, glaube ich. Okay, Krankheit. Aber das scheint schon zu funktionieren hier, die Produktion. Gut, okay, gut zu wissen. Habe ich völlig übersehen. Entschuldigt. Schön. Krankheit geht schon wieder um. Verdammt, verdammt, verdammt. 30 von 48 Rationen, was wir jetzt auch gerade nochmal machen können. Oh, was ist hier? Seuche ist ausgebrochen. Ja, okay. Begrab tote Siedler. Das machen sie ja von alleine. Kümmere dich um medizinische Versorgung. Alles gut. Ruine erkundet. Wir können auf jeden Fall. Ah, Eckladen. Einen Eckladen haben wir hier. Wir können auf jeden Fall noch mal ein paar. Komm, wir erforschen jetzt einfach alles. Also, was heißt erforschen? Wir untersuchen das alles, dass wir irgendwann mal diese ganzen Fragezeichen hier wegbekommen. In keiner besonderen Reihenfolge schicken wir einfach die Kundschaft da los. Missionen, Nebenmissionen. Aha, okay. Da sind wir jetzt auch nicht mehr so weit von entfernt. Da muss einfach nur noch ein bisschen mehr Elektronik produziert werden. Die verschollene Mutter werden wir voraussichtlich in Saison 102 finden. Wir könnten nochmal zu diesem Forum gehen. Wo war das denn nochmal? Hier irgendwo. Lagerfeuer, Forum. Gibt es hier doch irgendwie ein paar Dinge? Ein paar interessante Aufträge vielleicht für uns. Wir wurden gerade von einigen Erforschern einer anderen Siedlung kontaktiert. Sie befinden sich auf dem Rückweg von einer Expedition und dann kommt der Autosave. Und ihnen gehen die Rationen zur Neige. Sie wären bereit, einige der Dinge, die sie entdeckt haben, gegen Verpflegung auszutauschen. Eigentlich brauchen wir auch gerade unsere Rationen, aber das klingt schon interessant. Vielleicht waren ein paar coole Sachen dabei. Schauen wir mal. Ach so, ganz normale Nahrung. Ja dann, ratz, fatz, einmal hier das Ding voll gemacht. Und dann kriegen wir hoffentlich auch möglichst viel im Gegenzug. Schauen wir mal. Akzeptieren. So, kriegen wir das direkt? Ja, sage ich nicht. Nein. Strahlenanzüge, 8 Stück, ist nicht so schlecht. Ja. Okay, cool. Großartig. Schauen wir gleich, dass wir noch ein bisschen mehr hier bekommen. Moment mal, Leichen sammeln sich auf unseren Straßen. Du solltest dich darum kümmern, dass wir diesen armen Seelen eine letzte Ruhestätte geben. Wir haben doch schon längst einen Friedhof.
Was wollen sie jetzt von mir? Ah, kann es sein, dass wir keinen Totengräber haben? Wahrscheinlich nicht genügend, oder? Wir brauchen einfach mehr. So, und schon ist der Auftrag abgeschlossen. Okay, cool. Was kriegen wir als Belohnung? Belohnung. Habe ich jetzt irgendwie übersehen, scheinbar. Scheiße. Test für die Wissenschaft, dann nehmen wir das auch direkt noch an. Siedler sind sehr zufrieden. Um ihre Stimmung noch weiter zu steigern, würde ich vorschlagen, sie mit der bestmöglichen Ausrüstung auszustatten. Allerdings könnte das unsere Wirtschaft stark belasten. Machen wir. Ganz klar. Was müssen wir machen? Metallwerkzeug produzieren wir sowieso. Strahlenanzüge produzieren wir auch. Medizin produzieren wir auch. Ja, alles gut. Können wir gerne machen. Geht klar. Ja, läuft. Alles gut, jetzt haben wir nur so einen kleinen Engpass wegen der Seuche, die mal wieder ausgebrochen ist. Aber auch das ist wie üblich nur eine Frage der Zeit. Dann lassen wir das ganze Ding doch mal ein bisschen schneller laufen. Ist jetzt eigentlich hier, der Mast wurde schon gebaut. So, passt das jetzt hier mit dem Strom? Minus 250, wie kann das sein? Ja, dann ist einfach tatsächlich der Energieverbrauch immer noch zu hoch. Weil halt jetzt doch auch ganz schön viele Sachen dranhängen, muss man sagen. Ja, dann brauchen wir also tatsächlich... Gut, der Energiespeicher wäre aber voll. Verbrauchende Gebäude 8. Kann das sein? Nee, das müssen... Ich glaube, hier hängt immer noch nicht alles dran. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Dadurch soll es keine Überlagerung, keine Netzüberlastung mehr in der Zukunft geben. Es soll mir recht sein. Ah, sollen wir vielleicht noch... So, müssen wir hier noch einen zweiten bauen, oder? Kann das sein? Ist das jetzt hier der Nebenauftrag? Energiespeicher 1 von 2. Ich denke, wir müssen tatsächlich... Sollen wir noch einen zweiten bauen? Ja, dann machen wir das halt. Dann tun wir so. Kriegen wir den hier noch irgendwo unter? Ja, bauen wir den einfach hier auf der anderen Seite dran, oder? Standortattraktivität. Hier sind halt Gebäude in der Nähe. Ist ein bisschen ungünstig. Aber okay, das ist ja... Ich hoffe mal, der Umkreis um den Energiespeicher beschreibt auch den Bereich, wo halt die negative Standortattraktivität quasi wirkt. Da stellen wir den jetzt hier hin. Passt schon. So, aber irgendwas... Ich habe den Eindruck, ich habe hier irgendwas immer noch nicht ganz kapiert. Verbraucher in Gelb. Kein Netz, das sieht man hier überall. Irgendwas habe ich doch hier übersehen, oder? Energiespeicher hier drüben. Stromerzeuger. Stromausfall. Ach, wir haben hier schon wieder einen Stromausfall. Kann das sein? Muss ja so sein. Wird in Rot dargestellt. Durch mangelnde Stromerzeugung von einem Stromausfall betroffen sind. Aber das ist ja ein erzeugendes Gebäude. Ist aber trotzdem hier in Rot dargestellt. Das finde ich gerade sehr merkwürdig. Die Kabel sind alle als Verbraucher dargestellt. Ah, hier ist die Lücke, oder? Sehe ich das richtig? Schaut mal, hier drüben ist alles aus. Hier ist die Lücke. Aber der Solarkollektor, der hängt hier schon überall mit dran. Also das ergibt tatsächlich ein Stromnetz. Er wird mir aber nicht als Stromerzeuger dargestellt. Warum? Hier steht auch nichts dabei. Aktivieren, deaktivieren. So. Also der ist auf jeden Fall an Stromnetz angeschlossen. Oder kann es sein, dass der bei Nacht tatsächlich auch als... nicht als Erzeuger, sondern als Verbraucher dargestellt wird? Das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das Ding ist voll. Und trotzdem haben wir hier... diesen Malus von zwischen produzierter und verbrauchter Energie. Aber da müsste sich ja trotzdem dieses Ding hier leer saugen. Also die sollten trotzdem alle mit Strom versorgt sein, theoretisch. Und sobald es jetzt wieder Tag ist, sollte das Ding hier wieder produzieren. Ah, okay, dann haben wir auch den... Okay, also solange man... Ich glaube, das ist zu vernachlässigen, wenn hier bei Nacht praktisch hier ein Minuswert... dabei ist, solange der Energiespeicher gut gefüllt ist. So, aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist tatsächlich ein Problem. Hier haben wir, also ich habe nicht genug drauf geachtet, hier müssen wir tatsächlich nochmal einen weiteren Masten einbauen. So,
Ja, einfach hier mitten rein. Möglichst redundant. Ja, machen wir es so. Dann einmal Priorität setzen. Okay, das dürfte dann klar gehen. Dann haben wir das hier auf jeden Fall angeschlossen. Gut, hätte auch gereicht, wenn wir hier drüben nochmal Masten hinsetzen. Können wir ja trotzdem machen. Schadet ja nichts. Da muss man einfach ein bisschen genauer hinschauen hier mit der ganzen Electricity, nicht wahr? Ja, geht klar. Denke ich doch, hoffe ich doch. Okay, sollte aber schon passen. So, nächster Händler ist eingetroffen. Was hat er uns denn zu bieten? Beziehungsweise, wir müssen einfach darauf achten, was wir ihm anbieten. Nicht, dass wir ihm wieder irgendwas versprechen, was wir dann nicht halten können. Angebot, anzeigen. Ja, okay, das ist aber gar nicht so schlecht, was die hier hat. Strahlenschutzanzüge nehme ich immer ein paar mehr gerne mit auf Lager. Elektronikbauteile können wir auch ganz gut gebrauchen. Nehmen wir vielleicht nochmal... Ah, 15 Stück. Und ansonsten den Rest, glaube ich, braucht man. Ja, gut, kaufen wir noch ein paar Joints. Warum nicht? So, fairen Handel vorschlagen. Was wäre das? Kohle. Ja, das geht doch klar. Tatsächlich? Weil da haben wir aktuell genügend auf Lager. Da könnten wir fast noch ein bisschen... Oh, nehmen wir noch ein paar Bauteile und noch ein paar Joints für die Leute. So. So ist es immer noch fair. So nicht mehr. Okay, gut. Dann gehen wir hier einfach an die Grenze, oder? Und dann handeln wir. Damit wäre ich einverstanden. Es scheint so, als wäre es eine gute Idee gewesen, hier zu landen. Ja, finde ich auch. Passt. Abschließen. Und tschüss. Sehr gut. Gar nicht so schlecht. Weil damals sowieso gerade so einen kleinen Engpass, Strahlenschutzanzüge, kommen mir sehr, sehr gelegen. Expeditionsvorbereitungen. Ah, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee, Rationen waren keine dabei, ne? Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass keine dabei waren. Das wäre natürlich noch ganz schön gewesen. Was macht die Arbeitskraft? Aktuell haben wir noch ein kleines Krankheitsproblem, aber nicht mehr nennenswert. Sondierer. Wir müssen das alles mal einigermaßen voll bekommen hier. In fröhlicher Erwartung. Oh, hier, 40. 40 Stück. Das ist halt jetzt ordentlich hochgegangen. Also irgendwann demnächst wird es mal hier den großen Knall geben und dann haben wir auf einen Schlag wahrscheinlich hier eine ganze Menge neuer Arbeitskraft zur Verfügung. Sehr gut. Wunderbar. Ja, läuft ja. Mhm. Sehr gut. Das mit der Filtrierung hat funktioniert. Was hat ihr eigentlich für eine Kapazität? 5000. Mhm. Okay. Wasser hat sich ja wirklich sehr gut stabilisiert. Dann könnte man hier fast schon als nächstes größeres Zwischenziel ausgeben, dass wir das mal fünfstellig bekommen und halten. Bei der Nahrung, ja, ich denke, also von der Grundaufstellung her passt das schon noch. Da mangelt es so ein bisschen an Arbeitskraft. Was macht hier... Ah, okay, wir haben wieder genügend Wildschweine zur Verfügung. Sehr gut, okay. Ja, weil, also Dings hier, ein bisschen mehr Landwirtschaft, da könnte man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken. Oder tatsächlich nochmal eine weitere Weidefläche, ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt mal im Blick behalten, die Nahrungsproduktion. Ich lass mal ein bisschen schneller laufen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht die Expedition in dieser Folge auch noch unterbringen. Das wäre mir ganz recht, aber Tendenz ist eher so ein bisschen fallend. Aber schon einigermaßen stabil auf 5000, wenn man sich das anschaut, ne? Aber ich hätte natürlich gerne eine leicht steigende Tendenz. Das wäre schon gut. 5200, 5300. Naja, es steigt schon leicht. Ganz leicht. Sieh mal einer an, der Funkspruch. Wir haben eine Antwort auf unseren Funkspruch bekommen. Zwar konnten wir die Mutter der beiden nicht ausfindig machen, aber ihre Heimatsiedlung hat unsere Nachricht aufgefangen. Wie es scheint, hat die Mutter den Angriff der Wildtiere nicht überleben können. Man fand ihre Überreste ein paar Meilen von der anderen Siedlung. Offenbar sind die Zustände in der anderen Siedlung eher schlecht. Die anderen Siedler bitten darum, die Kinder bei uns in Obhut zu nehmen. Also noch mehr Kinder, oder? Wie darf ich das verstehen? Wenn wir ihnen versichern können, dass sie hier ein gutes Leben haben, sind die anderen bereit, für uns das restliche Eigentum der Mutter zu schicken. Verstanden. Angenommen. Ein besseres Zuhause. Schule errichtet, Anzahl zu beherbergender Siedler. Dann müssen wir noch ein bisschen Medizin produzieren. Dann kriegen wir hier einen Nachlass.
Aber weitere Siedler kriegen wir da jetzt nicht dazu, ne? Da ging es wirklich nur um diese beiden Kinder. Ja, von mir aus könnt ihr auch alle zu mir kommen. Wir haben schon noch Platz. Wir haben schon noch Platz, alles kein Problem. Okay, gut. Weitere, ich würde sagen, nochmal Jäger reinstecken. Ja gut, dann haben wir jetzt wieder so ein bisschen, ich sag mal, Downtime. Wie lange haben wir hier noch zu warten? Ah, das könnte wirklich noch eine ganze Weile dauern. Da bräuchte ich vielleicht einfach nochmal Kundschafter hier. Okay, ich werde hier kurz ein bisschen umbauen und wir sehen uns gleich wieder. Also gut, Expedition befindet sich auf der Reise und ich denke, ich fürchte auch, dass wir jetzt langsam aber sicher wirklich mal an der Grenze mit den Förstern angekommen sind. Ich würde tatsächlich da einfach, um da nochmal mehr Holz zur Verfügung zu haben und möglichst die Lager ein bisschen auffüllen zu können, nochmal einen weiteren Förster dazustellen. Ich würde die, glaube ich, tatsächlich alle beisammen lassen. Das gibt ja keinen Nachteil, wenn ich das richtig sehe, wenn man die alle eng zusammenstellt. Weil die Bereiche kann man ja zuteilen. Dann packen wir das einfach hier rüber. So, die anderen haben noch Arbeitsfelder. Der ist noch hier am Abholzen. Ja, kann er auch gerne noch ein bisschen weitermachen. Oh, jetzt habe ich hier umgestellt. Er hier, der ist hier unterwegs und er ist auch hier drüben unterwegs. Okay, dass die sich vielleicht nicht zu sehr in die Quere kommen. Wir werden einmal das Revier verlagern. Okay, gut. Schauen wir mal. Expedition dürfte schon so ungefähr auf halbem Weg sein. Die müssten ja jetzt wirklich... Ach, Spiel läuft gar nicht. Entschuldigung. 6 Leute müssten jetzt hier durch die Gegend laufen. Man sieht es kaum, weil es dunkel ist. Gut bestückt. Alle mit Strahlenschutzanzügen. Also die sollten hoffentlich wirklich alles da rausziehen können aus dieser Fabrik. So, Siedler ohne Schutzkleidung. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Da habe ich auch nochmal so ein bisschen umdisponiert, weil einfach Stoffmangel herrscht. Ich habe jetzt nochmal möglichst viele... Entschuldigung, wo sind wir? Möglichst viele Sondierer zugeteilt. Und da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wir haben immer noch 4 freie Siedler. Sondierer. So, machen wir hier einmal Maximum an Sondierer. Maximum an Schneidern. Einen Schrottsammler vielleicht an der Stelle nochmal. Einen lassen wir noch frei. So, dann sollte hier die Stoffproduktion hoffentlich auch wieder ordentlich vonstatten gehen. Das ist nämlich gerade der Engpass hier bei den Strahlenschutzanzügen. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Das sollte jetzt relativ zügig, sollte sich das hier bessern. Hoffe ich doch. Sonst müssen wir halt nochmal über einen Recycler vielleicht nachdenken oder tatsächlich dann so langsam aber sicher mal das Projekt zweite Raffinerie angehen. Ist wahrscheinlich sowieso grundsätzlich keine so schlechte Idee. Wobei, dann müssen wir mit dem Schrott auch nochmal hochgehen. Ja, ich denke, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. So, aber okay, wir machen erstmal die Expedition noch fertig. Die sind ja schon gleich da. Hier drüben ist die Fabrik. Drück mal einmal auf die Tube. Übrigens hier 848, 147 Siedler aktuell, ne? So viel hatten wir also definitiv noch nie. Ja, dann packen wir hier nochmal ein paar in die Schrottsammlung rein. Über 10.000 Wasser übrigens, also sehr, sehr cool. Und das Ziel muss jetzt natürlich sein, das auch immer fünfstellig zu halten. Dann bin ich erstmal total zufrieden. Und nächstes Etappenziel natürlich, dasselbe mit der Nahrung hinzubekommen. Deswegen teilen wir hier direkt nochmal ein paar Bauern zu. Das habe ich auch immer sehr vernachlässigt. Also die Gesamtzahl der Bauern war doch immer zu gering wahrscheinlich einfach. Unterm Strich, so. Oh, da fegt der Sturm drüber. Verdammt, verdammt, verdammt. Erreicht in dem Moment jetzt auch schon unsere Siedlung. Können wir uns dann nächste Folge mit rumschlagen. So, können wir hier schon loslegen? Wie sieht's aus? Noch nicht ganz da, ne? Müsste doch gleich eine Meldung kommen. So, hier. Also, legen wir mal los. Wir sind angekommen, Boss. Es sieht nicht so aus, als ob hier bereits alles geplündert worden wäre. Mit Maschinen konnten die Leute nach der Katastrophe wohl erstmal nichts anfangen. So, der Techniker reibt sich bereits die Hände. Womit fangen wir an, Boss? Da gibt es ein bisschen was zu tun, oder? Das ist ein etwas größeres Ding hier. Gut, Lagerhalle und Fabrikgebäude sind so die beiden großen übergeordneten Punkte. So, was haben wir hier? Gut, einmal einsteigen. Und das unterteilt sich dann nochmal in 3 verschiedene Punkte. Eingestürzte Seite, Dach und Tür. Gut, wir haben einfach eins nach dem anderen hier. Mhm. 57 Metall ist nicht gerade wenig. Weiter geht's. Türe. Fortfahren. Wir stehen mitten in der Produktionshalle. Okay, Fließbänder.
Ich mache das jetzt einfach wieder ein bisschen schneller, ne? Plastik. Schrott. Fortfahren. Oha! Oha! Was haben wir denn hier? Neue Technologie oder wie? Rohrsystem. Mit dieser Technologie werden Brunnenschächte akkurater gebaut. Dadurch können Brunnen und elektrische Wasserpumpen dichter aneinander platziert werden, ohne dass ihre Arbeitsbereiche gegenseitig die Produktivität beeinflussen. Das ist aber nicht schlecht. Sehr cool. Vielen Dank. Das hat sich gelohnt. Das sind genau die Sachen, die wir haben wollen. Okay, Fließbänder ab zur Maschinenanlage. Wissenspunkt. Sehr gut. Was uns halt immer noch fehlt, sind diese Forschungsutensilien. Da wird doch hoffentlich ein so ein Ding da sein. Elektronik ist immer gut. Fortfahren. Kontrollraum. Da müssen die Forschungsutensilien sein. Bitte, 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 bitte. Oh, 114 Elektronik. Ja, auch nicht schlecht. Okay, das ist abgeschlossen. Fabrikgebäude. Findet einen Weg hinein. Auf geht's, Leute. Ah, haben wir abgeschlossen? Nee, hier, da fehlt doch noch was. Hier, ich sehe es doch genau. Wir sind oben. Da, durch die Tür. Fortschritt 100%. Einpacken und zurückkehren. Nein, nein, nein. Es gibt ja noch die Lagerhalle. Seht euch die Halle an. Lagerhalle ist zum Glück noch intakt. Hier wurden vermutlich Rohmaterialien für die Fabrik aufbewahrt. Ja, dann rein da. Fortfahren. Paar Kisten geöffnet. Stoff. Haben wir sowieso gerade in Engpass ausgezeichnet. Oh, ob wir das wirklich alles mitnehmen können? Aber wir haben 6 Leute. Also, das muss schon reichen. Container öffnen. Holz. Ah, gut. Nehmen wir auch mit. So, aber das war schon, ne? Keine Forschungsutensilien. Jammerschade. Aber mehr gibt es ja auch nicht zu holen. Na gut, dann packen wir ein. Vollpacken? Ah, kriegen wir nicht alles unter. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie Prioritäten setzen. Holz, ich würde sagen, da gehen wir ganz runter. Stoff nehmen wir alles mit, weil wir da gerade einen Engpass haben. Elektronik ist einfach sehr, sehr kostbar. Plastik sind wir gut aufgestellt. Schrott. Schrott können wir da lassen, oder? Würde ich sagen. Ja, machen wir es so. Einpacken und zurückkehren. Gute Heimreise. Ja, da muss man halt tatsächlich auch einfach nochmal einen Trupp losschicken, hier und da, um die ganzen Dinger nochmal leer zu räumen. Da hat man ja noch dieses AKW, glaube ich, wo ziemlich viel liegen geblieben ist. So, geil, cool. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Moment mal, können wir jetzt vielleicht sogar schon? Aber die Forschungsutensilien wäre mir neu. Nein, wir haben Forschungsutensilien bekommen. Ah, vielleicht von dieser Mutter? Der Nachlass? War, nee. Weiß jetzt nicht, wo wir die hier haben, aber soll mir recht sein, dann bauen wir jetzt hier die elektrische Wasserpumpe, oder? Ja, komm, machen wir. Das erforschen wir jetzt. Und als nächstes würde ich dann, glaube ich, tatsächlich... Da fehlt ja auch noch einiges, da haben wir eigentlich noch gar nichts erforscht. Kann das sein? Da sollten wir auch mal in die Grundlagenforschung reingeben. Ah, das ist natürlich... Das ist auch sehr hilfreich hier. Und das hier hätte ich ganz gerne. Einfach mal eine bessere Hütte für die Leute. Küche haben wir auch noch nicht. Ah, verarbeitet, unverarbeitete Nahrung. Zu wahlweise deftigen Mahlzeiten, Kuchen oder Eintopf. Ah, ja. Da müssen wir dringend mal reingehen hier in diesen Forschungsbaum. Na schön, dann schauen wir vielleicht mal ganz kurz nach, was... Oh, hier ist gerade noch der Sturm unterwegs, was alles zu Bruch gegangen ist. Dann verziehe ich mich in die Ecke und weine, weil wir so viel reparieren müssen und die Ressourcen dazu nicht haben. Ah, sieht nicht gut aus. Da ist wieder richtig viel kaputt gegangen. Und wir haben einen kleinen Holzengpass. Aber gut, dann soll es das erstmal gewesen sein für den Moment. Ich denke, ich werde es ein bisschen laufen lassen in der Zwischenzeit, damit wir auf jeden Fall wieder handlungsfähig sind in der nächsten Folge. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.